Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Denn heute geht es um die Sennheiser Ambio Max, also die Premium-Soundbar aus dem Hause Sennheiser. Und da gibt es ein paar Tipps und Tricks, wenn ihr die mit einem Subwoofer betreiben wollt. Und dafür habe ich heute einen speziellen Gast, der Max Vogt von Sennheiser, Produktmanager. Max, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Max, grundsätzlich geht es also darum, wenn man einen Subwoofer einbinden möchte, was ich immer für eine gute Idee halte, gerade für Räume, die jetzt größer als 18 oder 20 Quadratmeter sind, dann ist ein Subwoofer schon wirklich toll, um einfach ja, den Klang nochmal abzurunden, mehr Punch zu bekommen, gerade auch, wenn man höhere Lautstärken fährt, ja, dass man den also auch wirklich richtig spürt. Wenn man auch sagen muss, dass das in kleineren Räumen auch ganz gut ohne Subwoofer funktioniert. Und da gibt es aber ein paar Dinge zu beachten, gerade auch was die Einmessung betrifft beim Subwoofer. Mhm. Ja, es sind ein paar Dinge. Also wir haben zum einen, kann die Soundbar als solche schon bis 30 Hertz runtergehen. Ich würde sagen, das ist schon relativ tief. Aber natürlich, wie du meinst, gibt es viele Kunden, die auch wirklich nochmal bei lauten Pegeln deutlich untenrum mehr spüren wollen. Es ist so, dass technisch die Soundbar eben bis 30 Hertz runterspielt und wenn ein Subwoofer angebunden ist, machen wir den Crossover auf 80 Hertz. Und eben weil technisch bedingt da quasi zwei verschiedene Algorithmen laufen, für einmal Soundbar mit Subwoofer, einmal Soundbar ohne Subwoofer, haben wir eben auch zwei Kalibriermethoden verbaut. Also wenn der Kunde jetzt auch wirklich beide Virtualisierungsmöglichkeiten nutzen möchte, also einmal mit Sub, einmal ohne Sub, dann empfehlen wir auch zweimal zu kalibrieren. Mhm. Bedeutet also zweimal einmessen, einmal quasi ohne Subwoofer, für den Fall, dass ich dann den Subwoofer eben nicht haben will, kriege ich aber dann eben trotzdem die komplette Dynamik, den kompletten Ambio-Klang, wie man ihn eben kennt. Mhm. Und wenn ich den Subwoofer in der App dann quasi einschalte, dann messe ich nochmal ein und bekomme dann auch eben ja, den maximalen Sound mit Subwoofer und kann dann in der App quasi mit dem Subwoofer-On-Off-Schalter zwischen diesen beiden Messungen quasi hin und her stellen. Ja? Richtig, genau. Also wenn man jetzt dann den Subwoofer erstmalig hinten beim Sub-Out der Soundbar verbindet, dann muss man relativ einfach auf den Ambio-Knopf drücken für 4 Sekunden und dann startet die Kalibrierung quasi automatisch. Also jetzt mit dem Subwoofer verbunden. Und was macht die Soundbar? Die Soundbar setzt jetzt den Crossover auf 80 Hertz. Mhm. Alles unter 80 Hertz wird auf den Subwoofer geroutet. Und mit dem Mikrofon, was wir auch mitliefern, misst sich jetzt die Soundbar inklusive Subwoofer auf den Raum ein. Eben auf die Hörposition, wo dann eben vor allem die tieferen Frequenzen wirklich gut auf die Hörposition angepasst werden. Mhm. Und vor allem der Bass ist eben das, was am meisten Einfluss nimmt eben auf dem Raum. Und genau dieser Bereich wird eben mit dem Mikrofon sehr präzise auf den Raum neutralisiert. Finde ich klasse, dass ihr daran gedacht habt, weil ihr kennt das vielleicht zu Hause, wenn ihr am Abend einen Film anschaut, klar, dann kann man ganz einfach den Subwoofer abstecken oder ausschalten. Das machen dann viele Leute. Aber wenn ich ihn ausschalte, verliere ich halt einfach diese Frequenzen, die Soundbar ja tatsächlich noch könnte untenrum. Also man verliert da einfach an Körper, an Volumen bei der Soundbar. Also das ist klasse gelöst. Und Max, du hast auch noch mir eine Neuigkeit vorher verraten bezüglich des Software-Updates. Also es profitieren auch alle Nutzer, die so eine Subwoofer-Konfiguration haben, also Sennheiser Ambio Max mit Subwoofer. Die das schon länger betreiben als 6 Wochen roundabout. Das heißt, da gibt es noch mal einen Trick. Genau, wenn jetzt, wir haben gerade ein neues Firmware-Update gemacht und mit diesem Firmware-Update haben wir noch mal etwas an dem Mechanismus gearbeitet, sodass man jetzt eben noch bessere Performance aus der Subwoofer-Kalibrierung erhält. Von daher empfehlen wir auch jetzt noch mal erneut eben diese Subwoofer-Kalibrierung, also Soundbar mit Subwoofer verbunden, durchzuführen. Mhm. Das heißt, alle, die schon so eine Ambio Max zu Hause haben mit einem angeschlossenen Subwoofer, die eingemessen haben, ohne dass der Subwoofer angeschlossen war, unbedingt nochmal einmessen. Unbedingt nochmal einmessen jetzt mit der neuen Firmware, weil ich verspreche euch, das haut euch um. Das ist also ein Riesenunterschied zu der nicht eingemessenen Variante.
Max, vielen Dank für die Erleuchtung. Danke, dass du heute da warst. Die Sennheiser Ambio Max mit und ohne Subwoofer könnt ihr natürlich bei uns im Heimkinoraum Probe hören. Vereinbart gerne unter unten stehendem Link einen Termin und dann nehmen wir uns die Zeit und finden gemeinsam mit euch für euren Raum und euer Budget die passende Lösung. Alternativ, ruft uns gerne an. Wir stehen euch auch mit Rat und Tat telefonisch zur Seite, beziehungsweise nutzt auch gerne unseren Online-Shop. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.